back from the dead. Willkommen zu einer neuen Episode des Fortnite Daily Shops und wir schauen mal direkt rein und fangen auf der linken Seite an mit dem Silent Stalker Set. 300 V-Bucks für den Rap hier. Zeigen wir mal schnell durch. Soll schwarz sein, sieht ein bisschen grey-silber aus. Weiß nicht. Wirkt so ein bisschen so edelstahlmäßig. Dazu Silent Strike. Oh, die sind ultra leise, oder? War das super angenehm auf jeden Fall. Und passend dazu natürlich Hush, die ich super nice finde. Habe ich vor kurzem bei Twitter erstmal ein Bild gesehen, wie die aussieht eigentlich, ohne Maske. Super nice. Vielleicht sollte man sowas wirklich reinbringen als zweiten Style. Das ist nämlich ein super geiler Skin. Plus Black Stripe auf dem Rücken. 1200 V-Bucks. Hatten wir zuletzt vor 54 Tagen im Shop. Weiter geht's mit dem Aerosol Assassin's Set. Da gehört zum einen das hier zu. In zwei verschiedenen Varianten. Leuchtet auch in der Nacht. Das ist also sozusagen die Reactive das Reactive Feature sozusagen davon. Plus Paint Splash. Ist animiert, wie man sehen kann. Hier im Griff kann man das gut sehen. Ist ganz nice auf jeden Fall. 500 V-Bucks. Und dazu haben wir, wobei das hier in eine andere Richtung geht, ne? Ist ein bisschen crazy. Und dazu haben wir natürlich hier Complex, die ebenfalls Reactive ist und auch in der Nacht leuchtet. Also ganz cooler Skin, muss man sagen. Und dazu noch Purple Gem. Auch ganz nice gemacht. Also auf jeden Fall kunterbunter Skin, der auch in der Nacht leuchtet. Also wenn ihr ein bisschen auffallen wollt, dann passt das. Vor allem auch mit der Spitzhacke hier. 34 Tage her, dass wir es zuletzt gesehen haben. Weiter geht's mit Shiver, die auch ganz cool ist. So ein Eisteufelin sozusagen. Und dazu die Ice Wings auf dem Rücken. 1500 V-Bucks. Passend dazu gibt es Frostblade. Haben wir zuletzt drin gehabt vor 55 Tagen. Dann geht's weiter mit Dynamo, 1200 V-Bucks. Cooler Skin. Die hat auch mal einen zweiten Skin verdient, finde ich, ne? Oder einen Style. So ohne Maske vielleicht oder vielleicht mit einem Umhang oder sowas. 1200 V-Bucks auf jeden Fall für die Dame. 28 Tage her. Dann haben wir was Neues drin und zwar Fighting Fish haben wir drin, ne? Das sieht nice aus. Das sieht wirklich nicht schlecht aus. Okay, hier kommt das nicht gut zur Geltung. Hier sieht man das ein bisschen besser. Hier auch. Okay, hier sieht man es absolut gar nicht nice. Hier auch nicht so wirklich. Auf der AR ist natürlich am besten zu sehen, muss man sagen. 500 V-Bucks. Sieht schon geil aus, muss man sagen. Auf jeden Fall was Neues im Shop. Ganz cool. Dann haben wir Pathfinder drin. 800 V-Bucks. Vor 22 Tagen zuletzt drin gewesen. Und dann haben wir noch ein paar Emotes. Rock, Paper, Scissors haben wir drin für 200. 32 Tage her. Dann Revel für 200. 21 Tage her. Und wir haben Smooth Moves drin. 29 Tage her. Also Highlight geht für mich raus an Hush heute, muss ich sagen. Hush finde ich ziemlich nice. Komplex auch ganz cool, um ehrlich zu sein. Und Fighting Fish natürlich auch, weil es neu ist. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was euer Highlight ist und was ihr euch aus dem Shop geholt habt. Diesmal, muss ich sagen, ist auf jeden Fall viel besser als die letzten Shops aus den letzten Tagen. Die waren nämlich super schlecht. Jetzt gebe ich im Shop auf jeden Fall mal eine 6 von 10, denn das eine oder andere finde ich eigentlich ganz nice hier im Shop. Also, supporten könnt ihr mich auf jeden Fall mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Like und Sub, freue ich mich auch drüber. Und dann hören wir uns morgen wie immer. Also bis dahin. Ciao, ciao.